Welcome to the RPG-Stream mit Frankie. Und ich, Shuro. Und ihr habt nicht gesehen, was wir uns gebastelt haben, aber das Ergebnis seht ihr, nämlich Eisstrahl. Oh. Whee. Yeah. Give him hell. Oder give him... Give him frost. Give him freeze. Yo. Gebt ihn März in Deutschland, denn es ist arschkalt draußen, obwohl es März... Haben sie gerade Nachrichten gezeigt? Letztes Jahr zu dieser Zeit war es so... Du guckst Nachrichten? Grad, ja, es war zum Essen Nachrichten, Entschuldigung. Auch ich bin... Wo kommt er denn? Ich werde mal den Froschschar auswählen. Und dennoch Stasis dran, kommt niemand dran. Oh. Hinter dir. Nie kommen die an mich ran. Oh, bin tot. Lol. Muss ich ja hier ein bisschen Haufe, Mann. Kann ich irgendwas mashen? Es wird immer sehr, sehr, sehr viel schwärzer. Yay! Autsch. Natürlich hatte ich nur noch zwei Schuss Frost drin. Lol. Wow. Also, ah! dran gewöhnen. Aber Spaß macht die Waffe mir schon mal. Ich mag diese Salve nicht irgendwie. Also das kannst du ja ändern, das Attachment oben. Du könntest auch ein vollautomatisches oder ein Einzelschussding draus machen. Oder eine Shotgun könntest du auch draus machen. No. So, du musst hier dieses. Soll ich mal lesen? Soll ich? Okay, ich betone es auch. So, Tab muss ich jetzt drücken, ne? Ja. Szenarien für ersten Kontakt: 1. Keine Infektion oder Ansteckungsgefahr. 2. Moderate Infektions- oder Ansteckungsgefahr. Standard-Sterilisierungsverfahren erforderlich. Autsch. 3. Ortsgebundener Ausbruch. Infizierte Personen müssen unter Quarantäne gestellt werden. 4. Virulenter Ausbruch. Vernichtung der Städte und aller zugehörigen Personen erforderlich. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja? Ja, wir sind ja hier schwanzigste Mal. Schwanzig. Torki-Stange, hast du sowas? Nee, ne? Nee, aber die Bench ist jetzt auch... Ja, egal. Wir kommen hier bestimmt nochmal lang, so wie ich die optionalen Missionen kenne. Da bin ich das letzte Mal hier drin gewesen. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir waren jetzt schon 5 Mal hier drin oder so, gefühlt. Ja. Das ist äußerst billiges Backtracking. Guck mal, überleg mal, war das bei Dead Space 1 anders oder bei Dead Space 2? Da hat man auch mal wieder so die Wege zurückverfolgt. Ja, aber man hatte das Gefühl, sie haben mehr Bausteine verwendet. Deshalb haben wir immer diese Klappbrücke, dann kommt dieser gewundene Gang, wo wir drin überfallen werden, weil die Tür am Ende besperrt. Also, wenn wir rauskommen, kommen wir entweder auf eine Klappbrücke oder an so einen gebundenen Gang. Mal gucken. Oder auf diesen finalen Raum, wo dann das Ding in der Mitte ist. Und? Oh, okay. Einer Gang. Ein normaler Gang. Und jetzt sind wir in einem... In dem finalen... Nee. Ist echt was Neues. Nee, das ist es nicht. Oh, hinter uns. Vor uns. Hinter dir sozusagen, aber ich frost ihn ein. Aber der Froststrahl ist nicht so ergiebig, wie man ihn am Anfang... Wow. So vorgefunden hat. Oh, die sind jetzt gerade gut gefallen. Hier ist übrigens eine Bank, da kann man sich so eine Stange bauen. Genau. Aber ich habe an einem... habe ich meinen vollen Froststrahl verbraucht und dann hast du ihn noch umgebracht. Also Tungusten Torque Bar. Immer gern. Ich kauf mir ein paar Medipacks wieder, denn die sind wieder alle. Okay, während du das machst, lege ich meinen Bot hin. Und alle. Warum? Weil ich's kann. Und wenn man etwas kann, sollte man das auch tun. Außer es beinhaltet... Oh! Ja. Was denn? Den Tod von vielen Leuten, wollte ich sagen. Und dann hat es plötzlich aufgeblinkt. Denn hier ist es ergiebig. Gut zu wissen. Ja, deshalb sage ich dir. Ich bin nicht so ein Arsch und würde es jetzt nicht sagen oder so. Lalala. So, wir fahren wieder Fahrstuhl hoch, ne? Ja. Einmal noch meinen dritten schnell auspacken. Deinen dritten? Das ist gerade mein zweiter hier. Wo hast du denn den? Nee, erst habe ich gleich in der Bank. Ich mach den gestellt. Dann oben. Vielleicht ist oben sogar ergiebiger, weil neben der Bank war es nicht ergiebig. Oh, erstmal nachladen. Gute Idee. So. Erstmal wieder volles Leben. So mag ich's. Oh, ich hab's Gefühl, man kriegt richtig schnell Damage. Es ist ja auch nicht umsonst auf Hard, der zweithöchsten Stufe, wie ich nochmal anmerken möchte, falls irgendwer draußen sagt, das ist doch ganz einfach. Nee, ist nicht so. Und wenn ich das sage, dann ist das auch... Was ist dieser andere Modus? Classic? Das ist Classic? Was? Nee, es gibt halt noch... Oh, was haben wir denn da übersehen? Ich meine, was schwerer ist. Wo war das jetzt? Genau. Muss smashen, Minion. Ob sich das lohnt, diesen Fahrstuhlfahrt? Oh yeah.
Zumindest wieder so eine Kiste, noch eine Kiste. Ich will Medipacks, Ammo. Wolfram. Oh, viele Medipacks, sehr viele Medipacks. Ich hab gar kein Medipack dran gehabt. Du beschissen mit Medipacks. Und nochmal, ich glaube, ein Zielfernrohr. Ich hab nicht einen noch Medipack. Noch ein Full Zoom Scope. Unfair. Komme er doch bitte zum Aufzug. Ich stehe schon neben dir. Trete er doch bitte in den Aufzug. Die Frames sind so lustig. Es spackt halt manchmal zwischen 300 und 200 rum. Meine zeigt nur diese maximalen 60 an, die ich halt bei der Aufnahme. Nee, mir zeigt er halt, also die Zahl, die steht, ist 30. Das ist schön. In Crysis ist immer so, da backt das Ding auch rum wie Sau. Und Crysis ist so undankbar. Und das Spiel hier kann man einfach, wir spielen jetzt schon bestimmt 2 Stunden oder so. Und es hat einfach konstant seine 30 Frames. Das ist schön. Das ist schön. Man muss sich keine Sorgen machen, dass es am Ende doof ausschaut. Und ich gucke mir die Videos, muss ich zugeben, auch nie an danach. Also ich weiß nicht, kann man die sehen? Du hast auch ein paar Crysis-Videos gesehen. Kann man die anschauen? Ja, okay. Ja, außer dass du ab und zu wirklich nur die ganze Zeit mit dem Bogen durchmoscherst. Man denkt, ich weiß nicht, Crysis 3 ist für mich pure Action, Mann. Du hast den Namen, ja, Dude. Aber die neuen Folgen habe ich ja auch deutlich Action. Da bin ich einfach mal vorgegangen und habe den denn... Eine Folge habe ich mir sogar... Soll ich wieder das Textlog lesen? Ja. Ich hatte kein Ammo mehr, da musste ich mir dann mit einer Schrotflinte die Gegner vom Leibe halten. Okay. Von Goa Ambrose Seiden an... Gehen Spencer mal hat, betrifft Szenario 5. Oh, Szenario 5 haben wir noch nicht gehabt. Nach dem Erhalt ihrer Berichte von Dr. Serranos jüngsten Entdeckungen und in Anbetracht der aktuellen Aktivitäten und den Marker-Teststätten liegt es in der Hand des Rates, Szenario 5 einzuleiten, wovon wir einst glaubten, dass es uns vor der Ausrottung bewahrt, beschleunigt sie nur. Alles über die Marker, alle Forschungsanlagen, Repliken, selbst der schwarze Marker muss für immer begraben werden, alle Städten müssen verlassen werden, alle involvierten Planeten müssen auf die schwarze Liste gesetzt werden, alle, die an dem Markerprogramm beteiligt waren, von Aspera über Aegis 7 zu Tau Voltanis, müssen exekutiert werden. Wir wissen, dass diese unsere Fähigkeiten, den Krieg gegen die Separatisten zu führen, beeinträchtigen wird. Sie werden zweifellos die Macht an sich reißen und in den Vakuum, das wir hinterlassen, eine Erdenregierung bilden. Aber um die Zukunft der Menschheit zu sichern, müssen wir das geschehen lassen. Sollte auch nur eine Person, ein Schiff oder ein Papierschnipsel verschont werden und in ihre Hände gelangen, wird die Epidemie erneut ausbrechen und unser Opfer war vergebens. Ich weiß, dass ich darauf zählen kann, dass sie diese Befehle ausführen werden. Es war mir eine Freude, in all diesen Jahren mit ihnen zu arbeiten. Lang lebe die Kolonien. Spoiler, wenn du in den nächsten Raum kommst, wirst du ein bekanntes Bauelement vorfinden. Okay. Hey! Innovativ! Klarer Aufzug. Was ist das denn? Nächstes Mal was Neues, auf der anderen Seite der Knopf. Ey, geil. Hammer. Also ey, ich fühl mich gleich ganz abgewechselt. Ein ganz anderes Spielerlebnis. Oh, lass mich raten, kleine Kinder, die aus den Lichtungsschächten kommen. Ich stelle mich mal hier in die Ecke, die ist toll. Ich mag die Ecke. Jetzt ist wieder Cutter-Time. Ich glaube, wir sind hinter mir. Da läuft ein... Oh, der war neben mir gespawnt. Kind. Junge, warum greifst du mich denn an? Schau dir den Brüder an. Die Fetzen durch die Gegend. Oh yeah. Oh Mann. Also, wow, hinter mir. Ach so, wow. Verbrenn doch. Aber ich würde hier alles... Aua. Wow. Schon wieder. Ja, du tötest gerade. Oh. Kinder zu killen. Oh. Oh. Aua. Ich finde so krass, das ist eines der wenigen Spiele, wo man... Ich glaube ihn. Eines der wenigen Spiele, wo man nicht auf... Wow! Ich will mal treiben hier mal ein bisschen. Der Kollege schon wieder. Oh. Oh. Time for Frost. Das Krasse ist halt, wenn die so dicht bei dir dran, dann kannst du nicht mal mehr diesen Time... Ey, liegt der immer noch. Dann müssen wir diesen Time Warp machen, weil es... Oh. Siehst du? Dann mache ich einfach zu dir ein, weil dann kann ich jetzt keinen machen. Ja. Nein. Oh. Nein. Lauf hinter dir. Vorsichtig. Ich höre dich so. Schon wieder? Was wurde? Ah, da. Oh. Oh. Das lebt noch. Jetzt nicht mehr. Da kommt so ein Spastiker hinter mir. Ja, wenn ich auf den schieße, kann es noch ein bisschen passieren. Ich renne jetzt hier mit so einer dezent kritischen Ladung rum.
war es das jetzt? Dann wäre der Aufzug unten. Da kommt wieder so einer. Der war ein bisschen zu schnell unter sich. Oh, da kommt ein Dicker. Oh, zwei Dicke. Oh. Oh. Ja. Kommst du noch hinterher, Morscher? Oh! Oh, wirklich. Ein Arm. Ich weiß nicht, ich noch irgendwas machen wir falsch. Ich frosse sie und du verbrennst sie. Alter, wie viel? Ist doch genau richtig. Wir komplementär. Du weißt doch, was einmal gefrostet ist, zerbricht leichter, zerbürst du, wenn es wieder warm wird. Der hat's noch nicht. So. Oh! Glück hat den Wand gebracht, das hätte ich gar nicht. Boah, die sind richtig, die Gegner. Ich weiß noch, im ersten Teil haben mich die Schnellen auch mal voll geschockt. Oh! Jetzt muss da was drin sein, ey. Oh, andere Seite wieder. Die wollen es auch echt wissen jetzt. Ganz kurz einsammeln hier. So, ich komme. Ich komme. Woo! Innovativ. Und Medkit. Und Medkit. Und uns geht's. Was ist das denn? Kompressor, Streuung, Präzisionsspritze und Ersatzteile. Präzisionsspritze? Ja, ist ein Ding an mir. Kompressor. Wieso war das bitte so schnell abgelaufen alles? Und das zweite ist Ammo Sweeper. Locked. Locked. Jetzt kämpfen wir uns wieder zurück, bis wir da sind. Was ich noch? Precision Typ. Precision. Hier ist übrigens eine Bench gewesen, hätte man abgeben können. Aber okay. Achso. Spoiler Alert, wir werden gleich in diesem Hauptraum rauskommen und da wird auch eine Bench drin sein. Echt? Naja, wir sind aus dem Hauptraum rausgefahren, zwar auf einer anderen Seite, aber... War das hier, wo wir diese Stange noch eingesetzt haben, wo keine Bench war? Bench. Ja, selbst wenn, müssten wir trotzdem... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel uns jetzt gleich an einen neuen Ort bringt. Ohne Bank. Aber ich bin gespannt, wann wir die U-Bahn endlich benutzen dürfen. Die hat ja bis jetzt noch gar keinen Zweck erfüllt. Ich glaube, das ist immer nur, wenn du fertig bist mit dem Spiel, dass du nochmal so zurückreisen kannst an die schönsten Orte. Ah, wunderschön. Stimmt. Und da ist die Bench. Und da sind wieder Probleme. Ich guck mal. Wow! Alter, gerade der Kumpel weggemuscht. Hast du es gesehen, wie auf ihn gefallen ist? Wo? Da! Cool. Falsche Richtung gerollt. Ja. Oh, da ist so ein Spackau. Ob es eigentlich mehr Damage macht, wenn die eingefroren werden und gleichzeitig verbrannt? Das stackt. Also das Frieren macht die ja langsam und der Feuer ist ja ein Dot, also der Feuer. Das Feuer ist ein Dot, also. Ich glaube nicht, dass das Spiel so eine Physik-Engine besitzt, dass es das separat ausrechnet und erkennt, dass sich Eis und Feuer eigentlich nicht versteht. Zurück. Habe ich da eigentlich schon... Ja, habe ich. So, kurz abgegeben und zack! Geht's weiter auf unserer Reise U-Bahn. Da, wenn man vom Teufel spricht. Mir zeigt er woanders hin. Wo gehst du hin? Ja, ich will nur mal kurz gucken, wo man theoretisch hinfahren könnte. So, was sagt er mir? SK1P, activated. Ja. So, Auswahl hätten wir Disposal Service, wo wir sind. Marke Containment. Archaeology, Armor und Supply Depot. Die sind aber locked. Nur das Marker Containment könnte man hin. Aber Marker Containment, da war ja deine letzte Mission, wo du abgespackt bist. Wann bin ich denn abgespackt? Ach, haben wir alles rausgeschnitten. Gibt's gar nicht mehr. Ich weiß von nichts. Was es nicht mehr gibt, das gibt's auch nicht mehr, ne? Muss man sich nochmal erwähnen hier. Und weiter. Ja. Ich hab noch kurz zwei Scavenger-Bots abgeholt. Na! Ist der dritte gerade da. Den hol ich auch noch ab. Ja. Und dann chill ich so lange im Fahrstuhl und guck zu, wie der Scavenger-Bot den anderen Fahrstuhl anleuchtet. Der Scavenger-Bot leuchtet den Fahrstuhl an? Und der dreht sich jetzt im Kreis. Jetzt fährt er weg. Oh, das ist ja noch. Und dann läufst du da jetzt vorbei und kleist gegen die Wand. Nein, ich hab gelootet die Schränke. Ja. Du siehst das komplett falsch. Sicherlich. Ey, wir sind wieder draußen. Inventory saving. So, gleich kommt wieder diese... da leuchtet was hellblau. Ah, das ist der Fahrstuhl. Das war unser Weg hierher. Stimmt, wir wollten ja zurück zur Rosetta. Wir haben gesagt, dass über die Brücke bestimmt irgendwas gemoscht kommt, weil sie so nebelig ist. Hey, waren wir doch schon mal. Kann man eigentlich die Lampen abschießen? Oh, schon. Hier sieht sehr vieles sehr ähnlich aus. Zum Beispiel
diese Acke. Oh, die man leider nicht nehmen kann. Nein, hier sind wir hergekommen. Ganz am Anfang. Sicher? Ja, in diesem da war. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Mond? Das ist wie ein gigantischer Schädel von hier aus. Das ist ein Mond. Ja, könnte sehr gut sein. Mit Gedärmen drauf oder sowas. Naja. Und da oben leuchtet was, guck mal, siehst du das? Ja, naja. Ich glaube, das ist. Buh. Von der Station. Oh, die Lampen kann kaputt machen. Und was macht uns glücklicher als Lampen? So ein Spasti, ich freue mich schon, ihn zu töten. Ja, nächstes Mal, wenn wir uns sehen und ich dir ins Gesicht schieße. Wer hat nochmal so einen Lacher gehabt? Goofy. Stimmt. Oder irgendwie so. Ne, ich kann's auch nicht. Nee. Das war schon nicht da. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir nennen die Folge Goofy. Ja gut, ich benenne sie dann gleich. Und wie die nächste Folge heißt, oh, schon? Können wir uns da gleich überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Welcome to the OBGC. Tschüss, Frankie. Ciao.